Ja, ich hatte euch ja gesagt, dass ich die Glitter-Alkohol-Inks vom Action testen möchte. Ich habe ja leider nur diese drei Packungen bekommen. Daher ist mein Test jetzt nicht so groß ausgefallen. Ich habe kurz getestet, damit ich euch einfach meine Meinung dazu sagen kann. Ich habe ja auch einen Vergleich zu teuren Inks. Und ja, das möchte ich jetzt in diesem Video tun. Ich möchte euch auch ein paar Beispiele zeigen. Ich mache noch mal ein Video, wenn ich die anderen Inks noch bekommen habe. Ja, dann kann man halt viel bessere Hintergründe, Bilder, was auch immer gestalten, als wenn man jetzt nur diese drei Farben hat, beziehungsweise sechs Farben hat. Ja, ich möchte jetzt genau meine Meinung dazu sagen. Ihr wartet ja da drauf und bevor das alles zu lange dauert und Action die gar nicht mehr hat, möchte ich das jetzt kurz euch berichten und dann könnt ihr gegebenenfalls noch auf die Suche gehen. Ja, ich fange jetzt einfach mal kreuz und quer an. Beziehungsweise als erstes möchte ich euch als Tipp geben, zieht Handschuhe an. Ja, die Farbe hält sehr gut an den Fingern, also da hat man ein paar Tage was von. Ja, ich wusste das eigentlich, habe aber wieder keine Handschuhe angezogen, wie das denn immer so ist, ne? Ja, und diese Inks, die sind ja mit Glitzer. Und meiner Meinung nach müsste ich kein Glitzer haben. Also dieses Glitzer ist für mich völlig überflüssig. Schöner wäre es gewesen, wenn die irgendwie silberne und goldene Pigmente gehabt hätten, anstatt dieses Glitzer. Ja, das Glitzer lässt sich nicht gut verteilen. Es ist ja fast störend, würde ich sagen, weil es einfach so aussieht, als wenn es im Nachhinein draufgegeben wurde. Ja, deswegen finde ich das sehr schade, dass die mit Glitzer sind. Es wäre sonst echt ein tolles Produkt. Ja, nun habe ich ja den Vergleich zu etwas teureren Inks und ich muss sagen, also der Kauf, der lohnt sich alle Male. Also wenn man das richtige Papier hat, kann man damit schon echt was Tolles hinbekommen. Und man merkt nicht, dass die jetzt hier nur 99 Cent gekostet haben. Also das merkt man überhaupt gar nicht. Also ihr könnt das ganz beruhigt kaufen und testen, euch damit ausprobieren. Ja, also es gibt eigentlich nichts Nachteiliges zu sagen, außer dass dieser Glitzer stört. Also mich persönlich stört er. Ja, ich möchte euch natürlich auch ein paar Ergebnisse zeigen. Ich habe das auch auf Fotopapier getestet, weil ja so viele gesagt haben, das funktioniert. Und ich aber immer der Meinung war, es funktioniert nicht. Habe ich es getestet. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das nicht. Ich komme gleich dazu. Ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, an sich, die Alkoholinks finde ich echt toll. Aber hier seht ihr auch schon das Glitzer. Ja, man gibt das drauf und das Glitzer bleibt ja quasi da, wo man hingetröpfelt hat. Da bleibt das dann auch liegen. Es verteilt sich kaum. Und deswegen sieht das einfach aus, als hätte man das hinterher draufgegeben. Also total fehl am Platz. Nun ist es drin, also muss man auch irgendwie das Beste draus machen. Manchmal sieht man den Glitzer auch gar nicht. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und manchmal halt so. Ich sage jetzt mal doll wie hier. Also, aber ich bin ansonsten vom Ergebnis echt sehr überrascht. Also, das ist jetzt hier ein Grünton und der Grauton so ein bisschen miteinander kombiniert. Ja, jeder, der sich da mal mit befasst hat, weiß, dass man ein gutes Papier dafür braucht, ne? Also, da geht nicht jedes Papier. Ich kann euch ja mal meins verlinken, was ich gekauft habe. Ich glaube, das hatte ich von Amazon. Es ist natürlich nicht ganz billig. Ich werde es euch verlinken. Und ihr braucht natürlich Isopropanol, heißt es, glaube ich. Ja, da habe ich mir auch eine Riesenflasche bestellt. Das braucht ihr natürlich zum Verblenden der Farben. Und das klappt wirklich super. Also selbst wenn die Farben schon getrocknet sind, kann man da nochmal Isopropanol drauf geben und dann löst sich das wieder, ne? Also somit kann man das Bild, ja, ich sag jetzt mal, Stunden bearbeiten. Ohne dass es fertig sein muss. Also wenn einen denn noch irgendeine Ecke stört, gibt man wieder Isopropanol drauf, dann wieder noch ein bisschen Farbe und dann halt verteilen. Ja, mit Alkoholinks muss man sich natürlich erstmal ein bisschen auseinandersetzen, ne? Also man kann
Klar, man kann einfach anfangen und sich ausprobieren, sollte man vielleicht auch, aber man muss halt gucken, wie man es macht, ne? Also mit Pusten ist halt eine Möglichkeit. Mir wird aber sehr schnell schwindelig, deswegen bin ich schnell umgestiegen auf die Technik mit dem Föhn. Da müsst ihr halt dann richtig fix sein, weil euch das natürlich schnell trocknet. Aber das ist halt alles Übungssache. Ich komme damit ziemlich gut zurecht, klappt alles ganz gut. Und ja, dann könnt ihr das damit so verteilen, ne? An sich bin ich echt begeistert. Hier ist dann nochmal ein Beispiel. Hier sieht man schon wesentlich weniger Glitzer. Also da kam dann wohl nicht so viel mit raus. Und ja, das wäre dann eine. Und ja, die Farben an sich sind gut, aber das Schwarz ist eine Katastrophe. Also ihr seht es hier. Das wollte ich eigentlich gar nicht weiter benutzen, aber ich dachte, irgendwie ist es auch zu schade, um das jetzt wegzuschmeißen. Das Papier ist so teuer. Deswegen habe ich das doch noch weiterverarbeitet zu einer Karte. Also das Schwarz lässt sich ganz schwer verarbeiten. Also das bleibt quasi da, wo ihr es hintropft. Und ne, ihr seht es hier hat sich dann gar nichts mehr getan. Also es hat sich nicht, ich sage jetzt mal, verblenden lassen. Also das ist schon echt extrem. Ja, müsst ihr ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen, auf jeden Fall sehr wenig nehmen und dann lieber einmal öfter, als wenn man gleich so viel nimmt. Ja, also mit dem Schwarz, ich weiß nicht, ob ich das nochmal anrühren werde. Also ja, haut einen natürlich total um. Aber ansonsten jetzt sind die Farben halt echt ganz gut zu verblenden. Ja, so, das waren jetzt drei Karten, die ich gemacht habe. Und dann habe ich das Ganze natürlich noch einmal in groß getestet. Also das war sozusagen mein erster Versuch. Einfach nur so mal, um zu sehen, ob sich die Farben miteinander gut verblenden lassen, ob die Übergänge gut wegzukriegen sind. Und das klappt wirklich sehr gut. Ich muss allerdings sagen, die Farben, die kleben ein bisschen. Das war ich so jetzt nicht gewohnt von anderen. Und ja, aber es ist okay. 99 Cent, was erwartet man, ne? Und ja, hier auch kaum Glitzer zu sehen. Ja, das ist irgendwie, ja, mal kommt viel raus und mal kommt nichts raus. Gut, hier oben sieht man vielleicht ein bisschen, ihr jetzt wahrscheinlich nicht so in der Kamera. Ja, ich habe das jetzt auch nicht so feinsäuberlich hier gemacht. Das war eher so ein Test, ne? Wie die Farben sich halt verblenden lassen. Ich hätte hier auch durchaus noch weiter verblenden können. Klar, kann man alles ein bisschen ordentlicher machen. Aber wie gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr das richtige Papier habt. Und dann müsst ihr gucken, wie ihr das pustet, beziehungsweise wie ihr das verteilt. Man kann es natürlich auch mit dem Pinsel verteilen. Ihr müsst euch einfach ausprobieren. Einfach mal kaufen und ausprobieren. Und dann werdet ihr schnell den Bogen heraus haben, weil es ist halt auch ganz schnell, dass es einfach aussieht, als hättet ihr da mit Tusche und Strohhalmtechnik ein Bild gemacht, ne? Und das ist natürlich nicht unbedingt Sinn der Sache von Alkoholinks, ne? Deswegen so ein bisschen ausprobieren und dann immer noch Isopropanol dazugeben und dann passt das schon. Dann kann man schon echt ein schönes Bild hinkriegen. So, das Ganze habe ich ja, wie gesagt, auch auf Fotopapier getestet, weil ja so viele gesagt haben, oh, das klappt und das ist toll. Ja, hier habt ihr das Ergebnis. Das Einzige, was mir hier dran tatsächlich gefällt, ist die Glanzoptik, mehr dann aber auch nicht. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe, ne? Also hier seht ihr diese Flecken. Die dunklen auf diesem Grün oder auch hier. Ja, wenn ihr die Farbe drauf gebt, das lässt sich so schwer verteilen. Hier, diese Übergänge, die kriegt ihr gar nicht mehr weg. Also das frisst sich so richtig ins Papier rein und lässt sich dann ganz schwer, beziehungsweise eigentlich, ja, wie ihr hier seht, fast gar nicht bearbeiten. Also diese Übergänge kriegt man nicht weg. Klar, wer jetzt sparen will, sagt 99 Cent für die Inks sind okay, aber das Papier ist mir einfach zu teuer. Klar, der kann auch Effekte mit Fotopapier hinkriegen, aber ob das unbedingt schön ist, ich weiß ja nicht, ne? Zum Beispiel hier sieht es schon wieder aus, als hätte man mit Tusche was gemacht und mit Strohhalm, ne? Also es hat man halt ganz schnell versaut und man bekommt das hier kaum drauf bewegt. Es ist also so, wie ich es dachte. Also mit Fotopapier eher nicht zu empfehlen.
Wer das denn schon so ein bisschen vernünftiger haben will, sollte doch ein bisschen ins Papier investieren und dann hat man das gleich ordentlich, ne? Wenn ihr hier mal den Unterschied seht. Also hier sieht man quasi gar nicht, dass das Inks sind und hier sieht man das dann doch schon eher, ne? Ja, also mein Fazit ist, kauft euch ruhig die Inks, das ist toll zum Testen. Auf teure kann man immer noch zugreifen, die dann vielleicht ohne Glitzer sind. Ja, also dieses Glitzer ist einfach unnötig. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Es gibt vielleicht auch Leute, die das toll finden oder es wird garantiert Leute geben, die es toll finden. Aber für mich ist das halt nichts, weil guckt mal, ne? Hier punktuell hat sich der Glitzer da abgesetzt. Hätte der sich mitverteilt und wäre irgendwie mit an die Ränder geflossen oder so, dann hätte ich es vielleicht noch gut gefunden. Aber so ist das nichts für mich. Aber ansonsten die Farben, ich kann sie euch empfehlen. Kauft sie euch ruhig, testet vielleicht auch, erstmal auf Fotopapier. Nee, vergisst es, testet besser nicht auf Fotopapier. Das ist komplett anders, als wenn ihr da das Original Alkohol-Ink-Papier für habt. Das ist nochmal was ganz anderes und das würde euch nur durcheinander bringen. Also lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann vernünftiges Papier, die günstigen Inks und dann ist das schon gut in der Waage. Und dann kann man damit so ein bisschen rumexperimentieren. Ja, ich glaube, mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen, außer dass ich sie euch empfehlen kann. Mit dem richtigen Papier, vorausgesetzt. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch das Papier, ich verlinke euch mein Isopropanol. Ich hoffe, ich habe es die ganze Zeit richtig gesagt. Verlinke ich euch, habe ich glaube ich beides bei Amazon gekauft. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich sehr gerne fragen. Und dann werdet ihr mehr von mir sehen. Wenn ich die anderen Farben noch bekommen habe, dann werde ich nochmal ganz anders damit rumexperimentieren, ganz andere Farbverläufe machen. Da sind natürlich dann viel mehr Möglichkeiten da, als wenn ich jetzt hier nur drei Packungen habe, beziehungsweise sechs Farben da habe. Ist halt sehr begrenzt, ne? Deswegen war es jetzt nur ein kurzer Test, damit ich euch kurz mitteilen kann, ob es sich lohnt, die Inks zu kaufen oder nicht. Also ich finde schon, es lohnt sich. Glitzer hätte nicht sein müssen, aber ansonsten sind die Farben schon echt cool. Ja, ihr Lieben, dann wie gesagt, wenn was ist, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte euch da gerne, ich helfe euch gerne weiter. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn!